Herzlich willkommen zu den SHK-TV-Nachrichten, heute mit diesen Themen. Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie gibt Einschätzung zur derzeitigen Situation. Geberit trotz Corona-Krise noch zuversichtlich. Personalien bei Hansa und der Oras Group. Und gemeinsam die Krise meistern. SHK-TV bietet extra Infos an. Zurzeit nutzen wir hier bei SHK-TV angesichts der Corona-Krise alle Möglichkeiten, um zeitnah Informationen aus der Branche aus erster Hand zu bekommen. So führten wir ein Telefoninterview mit Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie, zur Einschätzung der Situation. Herr Lücke, aktuell ist oft das Schlagwort systemrelevant zu hören. Was bedeutet das für die Heizungsindustrie? Es ist so, dass die sogenannten kritischen Infrastrukturen von der Leistung her sehr unterschiedlich sind. Handwerk ist in der Regel unterwegs bis 400 kW oder vielleicht auch bis 1 MW Heizleistung oder auch Trinkwasseranlagen. Aber darüber hinaus, gerade was Krankenhäuser anbelangt, größere Seniorenheime und andere soziale Einrichtungen in den USA, aber auch Wohnblöcke, gehen oftmals weit über die 1-Megawatt-Grenze hinaus, und das ist dann eher ein Thema der Werkskundendienste, der BDH-Mitgliedsunternehmen, die zum Beispiel permanent eine Maintenance machen müssen oder auch Reparaturen ausführen müssen, um diese kritischen Infrastrukturen am Laufen zu halten. Im Übrigen geht das auch noch hinein bis in die Prozesswärme, zum Beispiel der Nahrungsmittelindustrie, die eben ohne diese Experten, das sind oftmals Ingenieurleistungen der Werkskundendienste, nicht überlebensfähig wären. Was hört die Geschäftsstelle in Köln von den Mitgliedsunternehmen in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie? Also gegenwärtig vermelden wir ganz gute Zahlen, doch, sag ich mal, vor allen Dingen in den ersten 10, 11 Monaten des Jahres hat der Großhandel teilweise auf Lager gekauft. Das ist auch beim zweistufigen Vertriebsweg spürbar, dass Handwerksbetriebe sich einigermaßen eingedeckt haben mit Material. Was jetzt in den kommenden Wochen passieren wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber wir zählen mit Sicherheit noch zu den Industrien, die eben auch das zum Thema von vorhin halt existenzielle Infrastrukturen bedienen. Also auch im kleinen Leistungsbereich ist es ja halt so, dass die Menschen eins unbedingt brauchen. Das ist Trinkwasser, Warmwasser oder auch Heizung. Und das geht bis in die jetzigen Tage hinein. Wir haben hier noch einen ausklingenden Winter. Und das Geschäft läuft insofern nach wie vor, wenn es auch tatsächlich Reduktionen gibt, weil möglicherweise Investitionen von privaten Eigentümern verschoben werden. Aber alles in allem stehen wir deutlich besser da als andere Industriezweige, die eben jetzt schon quasi einen Shutdown haben. Herr Lücke, jetzt hätte die Kampagne zu den Fördermöglichkeiten zur Wärmewende im Fokus stehen sollen. Wie geht es damit jetzt weiter? Die Wärmewende, und wir haben ja diese sehr attraktiven Förderkonditionen seit dem 1.1., die ist ja nicht aufgehoben, sondern wird sicherlich ein bisschen verschoben. Wir haben letzte Woche noch ein Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsministerium geführt auf hoher Ebene, wo uns noch einmal bestätigt wurde, dass überhaupt kein Gedanke daran verschwendet wird, an den Förderinstrumenten zu rütteln. Die bleiben uns erhalten, und natürlich gibt es auch dann eine Welt nach Corona. Auch wenn jetzt momentan Klimaschutz und ähnliche Dinge in der Kommunikation nicht die Nummer 1 spielen, aber irgendwann kommt das wieder, und ich glaube, dass die zweite Hälfte ein Zeitraum sein wird, wo diese Mittel auch stärker wieder abgerufen werden. Und ehrlich gesagt, gerade wir haben die besten Voraussetzungen, ich sage mal, die Konjunktur wieder anzukurbeln, denn das ist alles nationale Wertschöpfung. Sowohl die industriellen Produkte, Großhandelsleistungen, Logistikleistungen, als auch natürlich das verarbeitende Handwerk. Das ist zu 95%, kann man sagen, deutsche Wertschöpfung. Und daher sehen wir uns als Konjunkturlokomotive nach Corona. Wie gehen Sie, wie geht Ihr Verband mit dieser Situation um? Also zunächst einmal bin ich von Natur aus Optimist und sage mal, die Infrastrukturen sind nicht zerstört. Es wird natürlich auch jetzt am Kapital, der Kapitaldecke
vieler kleinerer, mittlerer Unternehmen geknabbert. Und das ist sicherlich alles andere als schön, aber es ist eben nicht so, dass das Know-how und die Produktionskapazität und Ähnliches verdichtet würde, wie, sagt man so schön, in einem Krieg. Deswegen bin ich nicht auf der Seite von Herrn Macron, wenn er von einem Krieg spricht. Und deswegen als Optimist sage ich, es kann durchaus sein, und die Wirtschaftsweisen haben es ja jetzt heute und gestern publiziert, kann durchaus sein, dass ein positives Szenario greift und wir in der zweiten Hälfte wieder durchstarten können. Was die Geschäftsstelle selber anbelangt, wir fahren auch mit der halben Truppe. Das heißt, die eine Hälfte ist zu Hause, die andere Hälfte ist im Office. Aber das geht weiter. Wir haben unsere Gremienarbeit. Wir machen Telcos, wir machen Webkonferenzen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, dass wir aus dem Ganzen vielleicht ein bisschen was lernen können, was Positives abgewinnen können, wenn es auch, sagen wir mal, negative bewegt, aber Positives kann sein, dass zum Beispiel diese unglaubliche Hektik, die man sonst so in diesem Berufsleben hat, sich etwas verändert und dass man später mal mit anderen Kommunikationswegen unterwegs sein wird, als immer nur mit persönlichen Treffen. Soweit Herr Lücke und seine Einschätzung zur aktuellen Lage. Vielen Dank. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden in mehreren Ländern, derzeit in Italien, Frankreich, Österreich, Großbritannien und Spanien, Baustellen stillgelegt und in ganz Europa sind die Ausstellungsräume weitgehend geschlossen. Was bedeutet das für Geberit? Der Hersteller für Sanitärprodukte erzielte noch im ersten Quartal 2020 ein solides Nettoumsatzwachstum. Der währungsbereinigte Nettoumsatz stieg um 1,5%. In Schweizer Franken wurde jedoch ein Rückgang von 3,9% verzeichnet und die Covid-19-Pandemie begann sich in einigen Märkten auch erst ab der zweiten Märzhälfte negativ auszuwirken. Auch für Geberit ist es demnach nicht möglich, einen konkreten Ausblick für die Bauindustrie zu geben. Allerdings ist das Management davon überzeugt, dass Geberit für die aktuellen und kommenden Herausforderungen gut gerüstet und positioniert ist, um gestärkt aus dieser Wirtschaftskrise hervorzugehen. Es gibt neue Personalien aus der Branche zu vermelden, mit Faris Fatohi als neuem CSO der Oras Group und Ursula Lawritsch als neue Marketingmanagerin für Deutschland und Österreich bei Hansa hat der Konzern jetzt zwei Positionen neu besetzt. Fatohi ist für die kundenorientierte und zukunftsgerichtete Ausrichtung des Vertriebs der gesamten Gruppe zuständig. Lawritsch ist für die Anpassung der zentralen Marketingstrategie an die Erfordernisse der lokalen Märkte und deren Umsetzung verantwortlich. Die Corona-Krise hat die Wirtschaft fest im Griff. Keine Branche bleibt davon unberührt, auch die SAK-Branche nicht. Viele Fragen kommen auf, daher bieten wir von SAK TV auf unserer Webseite gebündelt Informationen von Branchenunternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Branchenverbänden und von uns ständig aktualisierte Inhalte an, um eben möglichst viele Ihrer Fragen zu beantworten. Schauen Sie vorbei unter www.sak-tv.de/corona. Dort finden Sie unter anderem Infos zu den Angeboten von Großhändlern, zu digitalen Ausstellungen und zu Webinarangeboten der Hersteller. Hilfreiche und unterstützende Maßnahmen in diesen herausfordernden Zeiten. Das waren unsere SAK TV-Nachrichten. Trotz der schweren Zeiten wünschen wir Ihnen schöne Ostertage. In der nächsten Woche sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin, Ihnen alles Gute.